Yo, servus Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Und zwar, meine Damen und Herren, heute ist es soweit, ihr wolltet das unbedingt haben. Mein Vater ist hinter der Kamera, das heißt, ich muss weniger beleidigen. Nein, Spaß. Mein Vater und ich fahren heute in die Türkei, machen so Sıla-Yolu-Vlog-mäßig, wie ich mit meinem AMG, also mit dem C63, in die Türkei fahren werde. Wir haben so ungefähr Kapıkule, ungefähr bis zu 24 Stunden vor uns, je nachdem, wie viel Stau vor uns ist. Und dann fahren wir nochmal nach Denizli, da wo ich herkomme. Falls ihr mehr solche C63 AMG-Videos von mir sehen wollt in der Türkei, dann schreibt, was für welche ihr wollt und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, ich tanke jetzt erstmal mein Auto. Ist komplett leer und ich bin echt gespannt, was mein Auto in die Türkei verbrauchen wird. Der Liter ist gerade bei 1,71. Das machen wir, damit jetzt mal schon 110 Euro so dran stehen. Wir nehmen euch mit, ich bin so gespannt. Freunde, genau 110 Euro. Und ich bin gespannt, wie weit ich jetzt komme. Ich bin genau bei 95.040 Kilometer. Merkt euch das, tamam? Und wir schauen auch, wie viele Kilometer ich insgesamt mit Türkei hin und zurück inklusive schaffe. Bei 100.000 Kilometer ist mein Auto sowieso eingefahren, Digga. Ja, das ist schon mal okay. Natürlich haben wir jetzt einen vollen Tank für 110 Euro. Merkt euch einfach, wir gehen hier nochmal auf Navi. 95.050. Das sind jetzt erstmal die Vignetten. Ich bin 3 Jahre lang ohne diese grüne Plakette gefahren. Freunde, was ganz wichtig ist, wenn ihr die Vignetten hinklebt, dann klebt sie nicht ganz fest drauf, weil beim Abreißen ist das übel schwer. Tut sie einfach nur mit einem Finger so antatschen, dann geht das. Mein Vater zeigt es jetzt euch einmal. Genau, so fertig und gut ist. Wir sind jetzt auf der Autobahn und fahren jetzt erstmal Richtung Salzburg, stimmt? Richtung Salzburg, ja. Richtung Salzburg fahren wir. Und ich bin gespannt, wenn ich euch alles treffen werde. Auf der Autobahn oder sonstiges an der Grenze. Ich nehme euch auf jeden Fall komplett mit nächsten 24 Stunden. Wir brauchen genau 2500 Kilometer. Was steht an, wann wir ankommen? 18:49 Uhr. Morgen. 18:49 Uhr morgen. Ja, das kriegen wir bestimmt auf morgen um 13 Uhr, oder Baba? Nein, Spaß. 24 Stunden, wenn wir durchfahren, nach Denizli, Allah korus, und nichts passiert. Die ja, Phase 150 so durchgeht. Reicht. Oder sollen wir schneller ein bisschen? Wenn du willst. Wenn ihr fährt mit 130 km/h, jetzt ist aber 120, schau immer, wenn man davon spricht, immer aufpassen auf die Radar und so natürlich. Wenn du den ganzen Weg fährst mit 130, 140 km/h, hast du absolut keinen Bock, Digga. Das dauert dann viel zu lange, deshalb muss man schon ein bisschen Gummi geben. Digga, was ich euch Spaß mit 150 Euro oder so einfach hin oder zurück. Ist auch nicht wenig, man muss schon ein bisschen Fuchs sein, Alter. An Tank, ja, wir haben schon ein bisschen was verloren. Kein ein Viertel, wir sind 70 Kilometer schon gefahren oder 60. Und das müssen wir jetzt noch ungefähr 50 Mal machen, dann sind wir da. Das schaffen wir, Freunde. Ich glaube an euch, ich glaube an dieses Auto, dass wir es schaffen. Ihr glaubt gar nicht, was für ein schönes Gefühl das ist. Das heißt immer, dass wir gleich in Österreich sind. Am Tank sind wir jetzt so 100 Kilometer gefahren. Meiner Meinung nach sogar ein bisschen mehr. Verbrauch, es steht dran, dass er so 500 Kilometer noch so weiterkommen würde. Ja, das heißt, eine Tankfüllung, wenn man so ganz auf der Autobahn normal langsam fährt, dann kommt man schon so 500, 600 Kilometer. Laut Tacho natürlich. Auf dem Weg in die Türkei, in Österreich, darf man nur maximal 120 km/h fahren. Und diese blöde, verfickte 120 km/h Strecke macht einen Menschen nur müde. Ich sag's euch, wie es ist. Und wir sind seit wann sind wir unterwegs? 18:30 ungefähr. 1,5 Stunden, haben 200 Kilometer fast geschafft. Und das fast mit durchschnittlich 130, 140 km/h. Wir sind jetzt einmal durch Österreich. Da gibt es natürlich keine Grenzkontrollen. Aber da ist halt wichtig, dass ihr dann da halt gleich eure Vignette haben müsst. Mein Tank ist fast bei der Hälfte. Warte, der sagt rechts raus, oder? Tatsächlich. Vater hat, by the way, auch so eine Liste dabei von ADAC, was ich gestern besorgt habe. Falls unser Navi nicht funktionieren sollte oder uns auf den falschen Weg bringen sollte, dass wir halt dann natürlich noch den Weg so mit den Papieren hinfinden. Ansonsten, es regnet einfach immer noch echt zum Kotzen. Wir machen jetzt eine kurze Raucherpause, mein Vater raucht schon eine und ich muss jetzt dringend mal pissen, Digga. Ich pisse einfach direkt, dass mich jeder sehen kann, wie ich pisse einfach hier. Ich muss unbedingt die Kamera auch noch einstellen, weil ich glaube, die zeigt viel zu dunkel. Ah, das tut so gut, Digga. Wir sind einfach schon 3 Stunden gefahren. Junge, wie witzig, Digga. Ich vlog mich beim Pissen an der Autobahn und jeder schaut mich behindert an. Hier ist der Benzer. Schaut echt schön aus. Hier. Ja, meine Damen und Herren, so ist das Ganze. Scheiß Beleidigungen, Digga. Amanakuim, ja. Ich muss kurz beleidigen, bevor mein Vater wieder reinkommt. Amanakuim, Amanakuim. Endlich, Digga. Kurz wieder ADHS rausgekickt, wenn mein Vater nicht neben mir ist. Sonst ich rede immer so, hey, Freunde, das so. Amanakuim, Langkamera, Amanakuim. Wenn er dieses Video sieht, klatscht er mich wieder.
Diese Dinger haben meine Kindheit geprägt. Wo sind wir? Irgendwo in Österreich auf jeden Fall. Richtung Villa. Solche driften, Baba. Spaß. Spaß. Sah nur Spaß. Okay, Salzburg, weiter geht's, oder? Nicht Salzburg, Villa. Krass. Ja, harte Action. Okay, Action. Wir haben jetzt halbe Tag noch, Freunde, und sind 270 Kilometer heute schon gefahren. Nee, dann schaffen wir nicht die 600. 550 Kilometer schaffen wir mit einem Volltank. Wenn wir auch noch so weiterfahren. Wir sind wie Frauen gefahren, 120 die ganze Zeit. Aber hier ist auch 120er Zone, deshalb nehme ich mich in Schutz. Krass, nee. Also. Mein Sohn fährt hier wie eine Frau, das gibt's ja gar nicht. Sollen wir Gas geben, oder bist du? Nein. Nein, Spaß, aber mach kurz. Wir fahren vorsichtig, Freunde. Ja. Das ist eh scheißegal, Digga. Ob du jetzt in der Türkei 24 Stunden brauchst, okay, und 300 Euro mehr tankst oder 200, oder einfach nur 21 Stunden brauchst, das ist scheißegal, wirklich. Deshalb, Digga, wir fahren lieber langsam, ich spare mir ein bisschen Geld. Ich glaube, wir sind immer noch in Österreich. Wir fahren jetzt seit genau 3 Stunden und sind 322 Kilometer gekommen, weil hier überall ganze Zeit nur 80, 90 und 100 ist alles. Das regt richtig auf, ich schwöre. Freunde, wir sind gerade durch die Mountgebührenkosten sind jetzt durchgefahren. Wenn ihr schon die vom ADAC-Laden früher schon kauft, dann müsst ihr einfach nur links durchfahren. Das wird dann direkt abgescannt von eurem Kennzeichen, dann könnt ihr direkt durchfahren. Aber dafür müsst ihr erst zum ADAC-Platz bzw. zum ADAC-Einkaufsladen und da könnt ihr sowas kaufen. Die scannen dann euer Kennzeichen ab, dann kommt ihr da direkt durch. Ja, Digga, ich wünschte, ich könnte ein bisschen Gas geben, weil sonst wird man müde, wenn man die ganze Zeit so schwert, Digga, wie ein Opa. Du wirst verrückt, Alter. Österreich fuckt mich richtig ab mit seinen 100 km/h. Und passt auf jeden Fall auf die Blitze auch auf. Na, warte mal, einen Soundcheck zu kurz. Nur für euch. Ja, muss ich wieder lachen, ja. Das ist geil, gell? Ja. Ich kann ja nicht mal die Kamera richtig in der Hand halten. Das Ding ist ja mein fucking Problem. Und an der Tankstelle ist es so, ich kann nur Super 98 tanken. Ich hab hier nur Super 95. Und ich bin fast auf Reserve. Steht der Benz. Und ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Sorry, Habibi, ich steig schon wieder in mein Auto. Keine Ahnung. Mein Vater raucht jetzt wieder. Der so, oha, kannst nicht 95 tanken. Er wusste nicht, dass ich nur 98 tanke. Mindestens 98. Gar keinen Bock mehr auf mich. Digga, wir sind am Arsch, ja? Der Tankstand, ja, ich bin gefickt. Hier 11,3 verbraucht in letzter Zeit. Ja, 414 Kilometer sind wir bis jetzt gefahren. In 3 Stunden so ungefähr. Jetzt fängt dieser Spaß wieder an. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ich damals mit einem Hut da vorne so getanzt habe? Bei meinem Kroatien-Vlog mit Maris, Leo und meinem Cousin. Ja, das war genau hier. Ich muss hier immer stoppen, den Weg nach Slowenien, weil das ein Tunnel ist und man kann nur eine halbe Stunde hinfahren und eine halbe Stunde zurück. Entweder warten wir jetzt nochmal 15 Minuten oder so, bis der Rest einmal entgegenkommt und dann, wenn die fertig sind, dürfen wir wieder zurückfahren. Wir können jetzt ein bisschen chillen. Ja, die haben alle ihre Autos ausgemacht. Ich habe meinen auch ausgemacht, das soll ein bisschen entspannen. Wir können jetzt wieder weiterfahren, wir haben jetzt so 15 Minuten gewartet. Wir haben es geschafft zu der legendären Tankstelle. Freunde, wer kann sich erinnern, Digga? Wer kann sich erinnern? Damals da hinten Shisha geraucht. Zu diesem Ort gehen wir gleich. Hier steht jetzt mein Auto. Hier steht der Benz. Und wir tanken immer Max 100. Max 100 im Ausland, in Slowenien und so, ist meistens wie, wie soll ich euch sagen, wie 98 in Deutschland. Bismillah. Du bist schon mit dem Senken, ne? Nein, nein, ich brauche nicht. Oha, schau mal, 1,48 der Liter. Junge, da macht ja Fahren wieder Spaß, aber für dich ist teuer, gell, 1,48. Ja. Mein Vater fährt immer Diesel, weißt? Wäre dann noch billiger. Wie schätzt du jetzt diesen? Oh ja, Mann, gute Idee, Wallah. Unser Reserve-Ding müssen wir auf jeden Fall auch nochmal tanken. Ich habe eine Race gemacht gegen einen Nissan. Zu dem Thema habe ich 3-4 Tankstellen verpasst bei mir in Augsburg. Habe ich dann extra kaufen müssen, mitten beim Race gegen ihn stehen geblieben bin einfach. Jetzt habe ich den Salat. Perfekte, wie man noch tankt. Ich weiß auch. Willst du es mir beibringen oder was? Okay, zeig mir das mal jetzt. Ich bin gespannt. Ups, geht nicht. Ist schon voll, glaube ich. Ist schon voll, gell? Ja. Man weiß ja nie, was passiert, meine Damen und Herren. Ach, ach, hier ist hier sehr, sehr, sehr viel los, Digga. Ich glaube, hier tankt jeder immer. Ach, Jungs, was waren das für Zeiten, ja. Wallah, das war Tam, diese Kroatien-Strecke, ja, sehr lang, ja. Wir haben genau getankt, 81 Euro, Baba. Freunde, da ist der Arm, hier einmal.
hier, zack, zack. Digga, ich bin richtig gehypt auf die Fahrt. Wir haben gerade mal 450 Kilometer oder so. Das ist voll der Scheiß, Mann. Das ist echt wenig, Mann. Jetzt tapp ich, glaube ich, ein bisschen. Ah ja, by the way, unser Kofferraum. Das war der legendäre Platz, Digga. Jungs, Habibis, ich weiß, ihr schaut dieses Video an. Leo, Maris, Mami. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich hab mal wieder Bock auf jeden Fall mit euch nach Kroatien zu fahren. Auch mal mit einer Schrottkiste, weil das war legendär, Digga. Leute, wir sind jetzt schon in Slowenien, wie ihr wisst. Und ich fahr 130, 140, 150. Das hat einfach kein Ende, Digga. Oma hat 140, ich will auch nicht geblitzt werden oder so. Das hat einfach kein Ende. Mal ganz kurz langsam. Okay. Hinter mir sind Zuschauer. Richtig witzig, Allah. Das Ding ist, wenn ich euch jedes Mal sehe, ich bekomme so diese Lust zu trappen, Bro. Schau, wie die jetzt alle trappen haben. Es macht so Spaß, ich schwör. Und Freunde, wenn ich die ganze Zeit so fahren will, dann müsste ich alle 300 Kilometer tanken. Und alle 300 Kilometer gibt es nicht mal Tankstellen. Ich wäre am Arsch, Mann. Und mein Vater verflucht mich gerade hinter der Kamera. Ja, aber es macht so Spaß, Freunde. Wenn es zum Tunnel kommt, natürlich machst du. Okay, ich nehme auf Komfort wieder. Wir sind noch in Slowenien, glaube ich. Fahren immer noch durch. Bin 100 Kilometer gefahren und habe wieder ein Viertel weg. Ja, ne, ihr seht ja, was so am Tank so abgeht. Hier ist komplett immer 130 erlaubt. Aber die Straßen sind so leer. Wir haben gerade einen durchschnittlichen Verbrauch von 11,6 Litern. Mein Vater pennt gerade neben mir. Er fährt danach. Endet nicht am Monaro, was soll ich sagen? Da, wo er schläft, kann ich beleidigen. Er hat so Küchenrolle in die Ohren rein. Wegen meiner Musik, weil ich es auch nicht mehr hören kann. Vlogs halt die ganze Zeit, meine Damen und Herren. Ich wollte euch das jetzt nur mal so zeigen. Feste Plätze in einem Kilometer. Ganz wichtig, Digga, diese Nachricht. 80 ist erlaubt. Ja, dann fahren wir hier 80. So drüben wir die ganze Zeit das System aus. Und diese Wege gehen nur Baustelle, Alter. Freunde, wir sind jetzt an der Grenzkontrolle. Irgendwo sind wir, ich weiß nicht, wo wir sind. Ich glaube, wir sind schon fast in Kroatien oder sind sogar jetzt in Kroatien. Das Grenze, gell? Passkontrolle, gell? Immer schon Aufenthalt. Danke, Chef. Ciao. Das ist meins, gell? Deutsche Pass, meine Freunde, deutsche Papiere, danke. Merkel, ich liebe dich, Merkel. Gut überstanden, war gar nicht so viel los, gell? Freunde, das war gerade die Ausfahrt von Slowenien. Jetzt fahren wir rein nach Kroatien. Mal schauen, wie lange wir jetzt hier warten müssen. Auf jeden Fall, wir haben es gerade geschafft. Freunde, es tut so gut, Digga. Ein bisschen laufen und so, oh, Alter. Freunde, ich bin jetzt 6-7 Stunden einfach durchgefahren. Ohne Probleme, ich bin auch gar nicht mit. Ich bin gehypt auf diese Istanbul. Ich bin gehypt auf diese Türkei, Digga. Mit meinem Auto, Denizli, Izmir, Bodrum und so. Ich hab richtig Bock drauf, Digga. Wo ist hier Müll an meiner Queen, ja? Aber na gut, da, schöner Pimper mit. Ey, boah, Cousin und Cousinen, ja. Ich geh jetzt Dixie Club pissen an meiner Gwim. Da stinkt's immer nach Scheiße, Digga. Bro, ich hasse Dixie Club an meiner Gwim. Mein Vater denkt sich auch, was ist los mit mir, Alter? Was mach ich so eine Scheiße wieder? Hallo, YouTube! YouTube, hört ihr mich? Irgendwie riecht's hier nach Deo, Mann. Nach Güstrio an meiner Gwim. Neben meinem Vater bin ich immer so down, Alter. Wäre ich mit meinen Jungs hier, wäre das ein bisschen anders. Boah, ich stink nach Scheiße, Mann. Was ist denn eine Scheiße? Alter, voll der Scheiß, Mann. Mein Vater denkt sich auch, Alter, was machst du, mein Sohn? Warum nimmst du beim Pissen und so alles auf? Aber ich tue ja alles dafür, weil ihr wolltet, dass dieses Video so 30 bis 40 Minuten lang geht. Und ich werde dafür sorgen, dass es so lange geht. Hier Grenze. Grenze, Hrvatska. Wir schauen mal, ob der Motor warm ist. Ja, ist voll kühl, Mann. Wenn ich in Augsburg fahre, ist der 7-mal Ding wärmer. Wir sind jetzt in Kroatien und müssen 350 Kilometer geradeaus fahren. Mein Tank ungefähr so viel. Ich fahre gerade 160 km/h. Schauen wir mal nach dem durchschnittlichen Verbrauch. Ja, 11 Liter. Geht eigentlich, ja. Für ein AMG, wo wir ganze Zeit eigentlich 150, 160, 170 auf der Autobahn fahren, ist es ganz okay, meiner Meinung nach. Und wir haben bis jetzt, wie gesagt, 190 Euro getankt und sind jetzt halt in Kroatien irgendwo. In meinem Opel Corsa war es damals 50 Euro von München bis Kroatien Pula. In meinem Opel Corsa damals. Thank you.
Freunde, wie ihr gerade meinen Tankstand gesehen habt, habe ich ein bisschen weniger als die Hälfte Bock gehabt, später noch mal irgendwo anzuhalten. Dachte ich mir lieber, ich tanke jetzt einfach nochmal Super Plus. Ich hoffe, man kann mit Euro zahlen, bestimmt, gell? Hier haben wir jetzt einmal Super Plus. Und wir sind gerade mal so 800 Kilometer oder so gefahren und haben schon dreimal getankt fast, Alter. Und dann ist das schon viel, merke ich gerade. Kann man hier mit Euro zahlen? Ja, ich habe jetzt eben nochmal halb voll getankt. 40 Liter habe ich genau getankt. Einmal habe ich drei Viertel getankt. Passt zweieinhalb Volltanks jetzt. So ungefähr 240 Euro haben wir jetzt bisher für 700, 800 Kilometer ungefähr gezahlt. So schön aus, seid ehrlich, Mashallah. Alle einmal in die Kommentare, sofort jetzt Mashallah, Digga. Du bist ja nochmal der Rekord. Achso, boah. Das ist ein Holzkopf. 41 Liter sind 68 Euro. Bist du ein bisschen fahren oder bist du müde? Nee, ich kann schon jetzt fahren, wenn du willst. Ja, ein bisschen kaputt weiß. Okay. Boah, Freunde, ich bin einfach kaputt, Digga. Ob ihr mir glaubt oder nicht, ich habe jetzt schon insgesamt gezahlt, nur für Tank. 70 plus 80, 150, 110, 260 Euro nur für Tank, 750 Kilometer. Ey, das war schon viel, gell? Ich glaube, das macht doch nicht so viel Spaß, wenn ich die ganze Zeit drücke und drücke und drücke. Der Fahrt übernimmt jetzt den Rest, 2-3 Stunden fährt er und dann fahre ich wieder und ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ja, wir sind auf einer ganz geraden Strecke in Kroatien gerade, Richtung Zagreb. Wir sind irgendwo an der Mautkosten geblieben. Ja, tschüss. Baba, Rios und Bak, lange kannst du hier hin tun. Leute, das ist Serbien, Digga. Echt wenig los eigentlich. Wir haben hier vielleicht 5 Minuten gewartet oder so, hier ist echt nichts los. Sonst schaut das immer ganz anders aus. Auf TikTok übel viel los ist, irgendwie ist bei uns nichts los. Komplett auf der Fahrt. Danke. Keine Ahnung, wo wir reingehen, keine Ahnung, wo wir rausgehen, keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich habe gerade einfach 160 Kilometer geschlafen, 2 Stunden oder so. Der Bre hier verbraucht auf jeden Fall ein bisschen was. Yeah, 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 Freunde, gebt auf jeden Fall diesem Video einen Daumen nach oben. Das kann ich euch im Halbschlaf gerade noch sagen, aber mehr kann ich auch nicht mehr. Ich sterbe, Digga, ich bin irgendwie kaputt, irgendwie auch nicht. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Wir sind genau jetzt an der serbischen Grenze, das war vorhin nur die Ausfahrt von Kroatien. Die Tour beginnt weiter, wir sind jetzt in Serbien angekommen. Erstmal nochmal 100 Kilometer und dann schauen wir mal weiter. Tank haben wir noch, immer noch. Oha, du bist echt sparsamer gefahren. Jagst hoch, ich nicht. Ja. Ich bin 130, 140 gefahren. Kann ich schneller fahren? Kannst du gerne machen. 150 kannst du ja fahren, oder? Soll ich fahren? Ich kann nicht mehr schlafen. Du kannst nicht mehr schlafen? Die Freunde, ich schlage jetzt nochmal ein bisschen. Wir haben gerade nochmal 4 Euro gezahlt für Autobahnfahrt in Serbien Richtung Beograd. Sind wir Beograd, jetzt müssen wir dann Richtung Nisch fahren. Und dann kommt eigentlich bald Bulgarien. Sofia. Denn wenn wir so fahren, kommen wir beim Ding Edirne raus. Wir fahren jetzt nochmal so ungefähr ein bisschen durch Serbien, dann so 400 Kilometer durch Bulgarien und dann sind wir in Edirne. Und von dort aus müssen wir dann nochmal nach Denizli fahren, dann auch nochmal, keine Ahnung, 800 Kilometer, 900 Kilometer, irgendwie sowas. Ja, meine Damen und Herren, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wir sind jetzt in Beograd angekommen. Hier schaut es richtig modern und neu aus. Richtig geile App, blitzer.de Pro, kostet 50 Cent. Wir haben jetzt genau 1000 Kilometer geknackt, genau ungefähr 10 Stunden, ist gute Zahl eigentlich. Wir haben noch genau 1500 Kilometer vor uns, morgen anscheinend um 20.30 Uhr sind wir bei uns in Denizli. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir es bis um 20.30 Uhr schaffen, aber unsere Challenge ist auf jeden Fall, vor da zu sein. Aber auch wenn nicht, auch wenn es ein bisschen länger dauert, es geht. So wie mein Vater fährt, hat er immer noch die Hälfte seit 300 Kilometern. Wenn er wieder mit der Tankfüllung 600 Kilometer kommt, ich komme leider nur 300. Ja, leider. Aber egal, scheiß drauf. Du bist ja im Sofa, so. Okay, und dann?
dann bremst du wieder. Einfach so ohne Sinn, oder? Ja. Da musst du immer direkt lachen. Schau, so fast. Geil. Hörst du das? Ja, hörst du das? Ey, das ist geil. Mir gefällt das richtig. Ich lache immer direkt, weiß es automatisch bei mir. Ich liebe einfach Autos, es ist einfach so. Jedes Mal, wenn ich in einem schnellen Auto sitze, ich muss lachen. Es ist einfach Leidenschaft geworden. Ich habe auf 11,7 runtergebracht. Ja, ich habe ihn bei 11,9 gegeben und ich hatte mehr Spaß als du. Das glaube ich dir. Wegen 1 Euro. Da fahre ich lieber. Ja. Papa, 1 Euro. Ein Eurofuchs. Gerade auf dem Weg in die Türkei sind schlafen, glaube ich, gerade noch. Wir fahren schon langsam wieder los. Sehr spontan einfach so gefahren. So, wir fahren immer noch einfach. Keine Ahnung, laber ich. Denke, manchmal laber ich nur Scheiße, aber egal. Das liegt daran, weil ich so müde bin, Freunde, vertraut. Freunde, endlich eine OMV gefunden. Ja. Check, hier gibt's 100. Gibt's? Na, hier nicht. Alter, das kann doch nicht wahr sein jetzt, oder? Ich schau mal kurz. Mann, ich lauf dich mal kurz entlang. Chef, do you have 100? Sport. Ja. Ah, Baba Gell, war. Da ist der Angel. Jedes Mal. Keine Ahnung, was wie viel kostet. Wir machen einfach cool, Digga. Ich werde jetzt gleich fahren. Boah, Digga, ich kann nicht mehr, Alter. Wo sind wir, Alter? Weißt du, wo wir sind? Gibt sogar KFC. Wir sind auf jeden Fall gerade in Serbien, das weiß ich. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das kosten wird, Alter. Wir sind genau 1200 Kilometer gefahren. Freunde, 8527 Dinar betragen. Danke, Chef. Boah, Magie, 75 Euro, voller Tank. Ah, Kassenzettel. Hast du Kassenzettel genommen? Oh nein. Wir checken jetzt ab, wie viel Liter 74 Euro gekostet hat. 47 Liter, 74 Euro. Ich habe einfach ein Käsebrot gerade gemacht. Jetzt einfach Käsebrot. Ich habe drei Käse rein. Drei Käse. Gegenüber ist zwei KFC, aber ich glaube nicht, dass die 6 Uhr morgens einfach offen haben. Das ist bezweiflich. Sonst würde ich jetzt 100% zu KFC gehen. 100%. Wisst ihr, was mich fertig macht? Der Ehrenbruder bringt einfach Eier und Kartoffeln mit. Das sind Sachen, die werde ich in meinem Leben niemals verstehen. Einfach Eier und Kartoffeln am Laurin. Er meint es halt komplett ernst, Alter. Warum ist mir jeder türkische Vater mit seinen eigenen Filmen, Digga? Kann mir das bitte einer erklären? So komisch, Alter. Man merkt richtig, warum du bist in Köln aufgewachsen. Das ist das beste Essen, was ich hier kriege. Wahnsinn, Alter. Freunde, wir essen jetzt ein bisschen was. Ich nehme euch dann auf jeden Fall weiter mit. Noch ungefähr so 12 Stunden Fahrt vor uns. Nächstes Mal essen wir dann, glaube ich, in der Türkei, wenn wir dann da angekommen sind. Das war jetzt unsere Hauptpause, jetzt fahren wir direkt weiter und jetzt werde ich erstmal die nächsten 3-5 Stunden fahren. Wenn ihr mich fragt, ob ich Bock habe, eigentlich schon. Aber es ist so ein Weg, Alter, 1413 Kilometer noch. 13 Stunden oder so. 20.30 Uhr sind wir in Denizli. So, der Tank ist full, Digga. Dann fahren wir hier jetzt 140 so. Jetzt kann der Mühle wieder Gas geben, ne? Ja. Freunde, es wird eine lange Fahrt. Wir haben insgesamt jetzt 345 Euro haben wir getankt. Und wir haben noch vor uns das Doppelte. Es wird ein Spaß, Digga. Wie ihr sehen könnt, Digga, Autobahn, ich fahre 170 Richtung Bulgarien. Ist echt leer, wir haben 7 Uhr morgens, ist nichts los auf den Straßen, wie ihr sehen könnt. Ich folge einfach dem vor mir, Digga. Weil der hat mir vorhin einen Daumen nach oben gegeben und er fährt auch schnell. Deshalb dachte ich mir, komm, den Bruder kann man verfolgen. Mal einigermaßen irgendwelche Leute gefunden, die auch etwas schneller die Strecke fahren. Ach, manche Leute können aber auch echt kein Auto fahren, ja. Sein Kennzeichen dann einfach Timo oder Umit, Umit glaube ich, in seinem Audi A8. Wir haben jetzt nochmal die Autobahn gezahlt von Serbien Richtung Bulgarien. 11,50 Euro haben wir gezahlt. Wir sind bald in Sofia, also in Bulgarien, und haben dann nur noch, wie gesagt, die 300 Kilometer vor uns. Den A8 habe ich verloren und den 47 habe ich verloren, weil die auf jeden Fall in einer anderen Schlange waren. Und ich denke, die haben sich echt gut ausgekannt, weil die haben überall Gas geben, wo sie konnten. Also ich alleine würde das niemals machen, weil ich Angst hätte vor Blitzer. Aber wenn ich sehe, zwei Leute sind vor mir, ich fahre mit 250 in der 100er Zone, dann hat man natürlich auch Bock, da Gas zu geben und macht dann da überall mit.
Und schauen wir mal, wir haben noch 1100 Kilometer vor. Das erste, was ich mache in der Türkei, ist mein Auto zur Reinigung bringen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die machen das picobello sauber. Wir nehmen euch mit, wir haben jetzt noch 1000 Kilometer vor uns. Freunde, ich fahre einfach immer noch mit dem 47 Diesel und mit dem Audi A8. Digga, die fahren behindert, Digga. Ich verfolge die einfach so die ganze Zeit. Die fahren die ganze Zeit so. Links, rechts, links, rechts. Die wollen auch in die Türkei, weil die fahren genau den Weg, den ich auch muss. Die blicken auch immer schon einen Kilometer davor. Also ich glaube, die zwei gehören sogar zusammen. Das macht richtig Spaß, mit denen zu fahren. Die sind so krank, Alter. Die zwei sind so krank. Ich tue gerade so, als wären es meine besten Freunde. Schau, wie die fahren. Richtig gut vorangekommen mit den zwei. Ich bin überhaupt nicht müde, weil es macht richtig Spaß mit den beiden zu fahren. Aber ich überhole die halt nicht, Bro, weil ich kenne den Weg nicht. Und die wissen, glaube ich, eher, wo Blitzer sind und wo nicht. Also die Straßen sind komplett leer. Also ich weiß nicht, wo die ganzen Leute hin sind, aber in den Straßen ist nichts los. Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall zu der Grenze nach Bulgarien. Hier ist der Abschied von Serbien. Nach ungefähr 5 Stunden haben wir es auch geschafft, hier einmal durchzufahren. Kaum was los. Jetzt bin ich gespannt, wie lange ich auf jeden Fall in Bulgarien warten muss, dass ich da durchkomme. Wir hatten gerade... So lange geht es, die waschen des Autos. Ich bin falsch gefahren, Alter. Ja. Weil ich Summe könnte da mal böyle. Da waren dann camları kapat. Schau, die lassen jetzt warten. Siehst du, Bulgarien ist typisch. Komm, ich parke einen Schatten, Alter. Ist gar kein Bock. Freunde, und zwar, ich war jetzt gerade von der Grenze von Serbien nach Bulgarien. Die Frau hat gesehen, dass ich in Kosovo war. Dann hat sie gesagt, hey, was in Kosovo und so? Mein Vater angeschaut, ob er mein Vater und so ist. Ich so, ja. Auf Türkisch hat sie gesagt, Bagage da ne war. Das heißt, das hast du im Kofferraum. So Klamotten, Kiafet und so, gell. Sie so, dann Heide. Und die hat voll ihr Gesicht verzerrt, als sie gesehen hat, dass ich in Kosovo war. Und schau, wie die uns jetzt hier warten lassen in Bulgarien. Da ist wieder der A8 von vorhin. Bag, der wartet auch schon. Ümit. Einfach Kennzeichen Ümit. Hier sind ja noch wenig. Später um 14 Uhr wird hier die Hölle los sein. Cam açılmıyor mu? Açılmıyor, açılmıyor arka cam. İki kapılı. Kupe. Benjamin. Benjamin ben. Evet. Taşı? Aa burada. Haben wir das hier geschafft. Draußen ist schon echt warm geworden und wir haben jetzt einfach eine halbe Stunde für nichts einfach an der bulgarischen Grenze gewartet. Haben halbe Stunde ist nichts. Wir haben gerade mit dem Audi A8 Fahrer gesprochen, sein Kollege hat 20 Stunden hier gewartet. Wir sind noch echt zügig durch, aber die Wege hier katastrophal, Digga. Da ist so ein Schlag noch, ne? Freunde, einige von euch hatten mir auch schon geschrieben gehabt, die schon in die Türkei gefahren sind, dass am Anfang von Bulgarien die Wege echt am Arsch sind. Und das stimmt, Freunde. Ihr habt hier sogar 10er-Zone, Digga. Mit 10 km/h darfst du fahren. Ich danke euch allen recht herzlich. Danke, dass ihr echt für mich da seid. Ich küsse alle eure Köpfe. Wir haben jetzt so 300 Kilometer noch vor uns hier in Bulgarien. Leute, wir auch schon in Kapukule. Ich bin kaputt, Mann. Ich habe die Nacht durchgemacht, fast mit 1 Stunde Schlaf. Schlaglöcher ohne Ende. Wenn du mit einem tiefer gelegten Auto hierher kommst, vorbei, Bruder. Du reißt unten alles auf, was zu aufreißen gibt. Ich hoffe, man kann das auf der Karte. Euro geht, oder? Euro? Er sagt 1 Liter 1,40 an irgendeiner komischen Tankstelle. Wallah, das Sünde, dass ich sowas eigentlich gerade mache. Vater fängt auf jeden Fall weiter. Gehe dann wieder meine Runde schlafen. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren. Ich habe 1,5 Stunden geschlafen. Und ich kann nicht mehr, Digga. Ich bin fix und fertig. Gerade in Bulgarien. Die Nummer 5, Digga, hat jetzt nochmal 40 Liter oder so geschluckt. Pisspausen sind todeswichtig. Tut so gut, Alter. Digga, wir bei uns haben 1,70 gezahlt Lamm für 1 Liter. In Türkei ist noch mal günstiger. Boah, kennt ihr das, wenn ihr euren Nerv anschlägt? Anasiki, Digga, du Hurensohn, Kante, du Bastard. Anasiki, Digga. Hände waschen. Ich schwöre, Hände waschen hört mich gerade richtig an. Mir ist schwindlig, Bro. Aber Gott sei Dank sind wir bis jetzt heil angekommen.
Freunde, das Ding ist, wir haben jetzt keine bulgarische Vignette oder so. Das sollte man anscheinend irgendwie online eintragen oder so. Meinten gerade irgendwelche Menschen zu uns. Aber man weiß ja nie, wir haben sowas einfach nicht gemacht. Aber scheiß drauf, Digga. Ich gehe schlafen, wir sehen uns, Freunde. Bis in ungefähr 2 Stunden. Ade. Das ist jetzt erstmal 2-3 Stunden gefahren, wo ich geschlafen habe. Wir haben jetzt 12.17 Uhr und haben noch ungefähr 60 bis 70 Kilometer vor uns bis zur türkischen Grenze, bis zu Kapıkule. Und ja, wir sind immer noch in Bulgarien natürlich. Wir haben insgesamt 873 Kilometer noch vor uns. 8 Stunden Fahrt bis zu uns nach Denizli, die enden einfach nicht. Ich hätte jetzt auch irgendwie gedacht, dass mein Auto vielleicht irgendwelche Probleme oder so gemacht hätte. Aber wirklich vom Auto her hat alles gepasst. Maschallah an das Auto. Nur Tank verbraucht halt ein bisschen, aber Okadar da draußen. Soll er verbrauchen halt. Verbraucht halt 200 Euro mehr als ein anderes Auto. In Bulgarien Einfahrt ist die Straße so schlimm. Jetzt gegen Ende, nee, Kapıkule, ist alles echt viel entspannter. Der Boden ist besser, nicht so viele Schlaglöcher. Die am Anfang waren echt sehr hart, tiefer gelegtes Auto hat und durch Bulgarien gerade fahren muss. Wo Baustell ist, ist vorbei. Ihr wollt mein Auto auch ein bisschen tiefer, breiter machen. Das arme Auto auf dem Highway geht es auch nur kaputt. Hier ungefähr die türkische Flagge. Jetzt gleich in Kapıkule da. Diesen Moment will ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben das Ganze jetzt in ungefähr 18 Stunden von uns München bis dahin bekommen. Guck mal, die warten alle. Nach Bulgarien. Oh. Bros, die machen das zu 100% mit Absicht, Digga. Die lassen einfach warten, Bro. Oh, okay. Haydi gal gidelim Türkiye. Okay. Die armen Menschen gegenüber, die man da wieder nach Deutschland fahren. Schaut euch mal das an, bitte. Hier. Zack. Freunde, ich habe jetzt nur 34% Akku und wir sind jetzt an der bulgarischen Grenze Richtung Türkei. Und wir warten hier einfach seit 25 Minuten oder so. Bro, die brauchen einfach richtig lange. Oh, guck mal, uff, ich bin ja mit uff. Aua! Boah! Ist das... Boah! Boah! Nur lang, da mal feucht ein bisschen lang. Boah! Leck mich! Boah! Der Bruder telefoniert einfach, ja. Sorry, ich abfuck. Er telefoniert einfach, während der 50.000 Menschen warten. Kann man hier einfach durch, oder? Ich denke schon. Ah, vorne ist das. Wie viel die warten. Hier ist aber echt gar nichts los, gell? Ja. Aber ein Bicicletta-Legage. Er fährt einfach mit dem Fahrrad über die türkische Grenze. Hier ist schon ein bisschen anders, Digga. Hier geht's gleich zur Sache. Merhaba. Test alabilir miyim? Bu kadar sıcak vuruyor arabadan. Aman Allah'ım. Bu benimki negatif. Bu da babamınki negatif. İki kişi miyiz? Evet, iki kişiyiz. Wow. Dedi ne kadın arabadan ne sıcak geliyor diye. Buyurun. Arka cam açar mısın? Arka cam açılmıyor. Aç, sağ olun. Kolay gelsin. Was mich bisher nur abgefuckt hat, war Bulgarien-Einfahrt, Digga. Nur Bulgarien-Einfahrt. Also, wisst ihr, was mir passiert ist gerade? Ich bin gerade an der Kontrolle wegen dem Auto, brauche ich die Vollmacht und so. Ich hab die Vollmacht von meiner Mutter nicht gefunden. Und wenn du keine Vollmacht hast, muss deine Mutter hierher kommen an die Grenze zur Türkei und das unterschreiben. Boah, mein Vater macht einfach meine Tasche auf, da sind 6-7 Kondome drin. Was Unangenehmes ist mir noch nie passiert, Alter. Also alles gut und so. Und dann muss ich hier, wisst ihr, was passiert jetzt? Und ich wurde knallrot neben den Polizisten hier. Jetzt geht einer rauchen, ich glaube, der ist sauer auf mich, Alter, dass er direkt einen rauchen gegangen ist. Ich bin jetzt alleine an der Grenzkontrolle. Du burada olmasın, also burada olmasın, ey. Bam, er sieht das einfach. Sowas passiert nur mir. Ach, Melissa. Çay yeter mi?
Yücahyeter abi. Jetzt bin ich endlich in der Türkei angekommen. Jetzt bin ich richtig glücklich drauf, weil ich in der Türkei jetzt angekommen bin. Krass, wie wichtig Vollmacht es gibt. Allah dann aldum, ich schwör's dir. Ja. Freunde, vergisst einfach eure Vollmacht nicht in Zukunft. Wir dürften nicht raus, nicht rein. Ja, aber wir sind jetzt auf jeden Fall in der Türkei, Freunde. Maximal 20 Stunden. Wir suchen jetzt ein Restaurant oder so und gehen dann was essen. Freunde, ich bin so ein Idiot, gell? Ich hab voll vergessen, an meinen Thumbnail zu machen. An Kapukule. Auf der türkischen Autobahn Richtung Denizli. Von Çanakkale, wohin fahren, Baba? Gelibolu mit Fähre dann. Mit Fähre dann noch mal eine halbe Stunde. Ja, wir haben bisher gezahlt so 400 Euro, 500 Euro Tank. Sowas, 400, 500 Euro. Das ist ja gar nichts, also eigentlich. Ja. Ja, wir sind ja auch ganz gemütlich gefahren. Durchschnittlich, wirklich durchschnittlich, sage ich euch, was wir jetzt gefahren sind. Also durchschnittlich seit 18 Stunden 54 Minuten sind wir gefahren, durchschnittlich 94 km/h. Wir haben einen durchschnittlichen Verbrauch von 12,4 Liter und sind bis jetzt gefahren 1774 Kilometer. Der Punkt bis zu Edirne von Augsburg aus. Geht. Wir sind seit 18 Stunden 54 Minuten unterwegs, wusste ich gar nicht. Wir haben jetzt noch vor uns 784 Kilometer. Wir werden hier auf jeden Fall bis 23 Uhr, denke ich, packen. Wenn es mit dem Verkehr weiterhin so geht. Ansonsten, wenn irgendwas sein sollte, melde ich mich wieder. Wie ihr sehen könnt, bin ich auf der türkischen Autobahn. Das erkennt ihr ganz einfach an den Taxis, die vor mir sind, die 120 fahren auf der linken Spur, mittig fahren oder wie auch immer sie fahren. Wir haben jetzt noch 640 Kilometer vor. Ah, wie dreckig mein Auto ist. Morgen bekommt ihr direkt mal eine schöne Wäsche, Digga. Ich bin jetzt bei Opet. Ich kann da leider nicht parken, weil es hier kein Super Plus gibt, also kein 100 Oktan. Und jetzt gehen wir so eine Typ Telekom Karte kaufen oder so. Freunde, das Ding ist, wir lassen uns gerade so eine Karte machen. Jetzt für 750 Minuten, irgendwie so 750 SMS und 50 GB Internet, 300 Lira gezahlt bei Typ Telekom. Und ja, ich brauche 50 GB, weil ich meine ganzen Videos immer hochlade. Hier ist auf jeden Fall so heiß. Ist so heiß, ich krieg keine Luft mehr, Digga. Bro, was ist los mit dem Wetter hier, Digga? 45 Grad oder so, gell? Boah, Bro, ich schwitze so derbe, Digga. Ich wollte ja vorhin tanken gehen, aber da gab es noch Super 95. Das heißt, Bro, ich bin, glaube ich, am Arsch, Digga. Ich glaube, ich habe zwar hinten noch meinen Kanister mit 7, 8 Liter Tank, aber der wird mir jetzt auch nicht mehr so weit helfen können. Şey, yüzlük var mı hapiste? Yok, yüzlük yok. 95 var. 95 da onun katkısı farklı abi, daha yüksek. Yasakladılar yani, devlet yasakladı bu. So eine Tankstelle, ich hab keinen Bock billiges Benzin bei mir einzutanken, Digga. Am Schluss passiert irgendwas. Was willst du sonst machen, Alter? Kapitän ist auch hier, bitte. Aha, Adam ist auch hier. Mit Motorrad. Einfach anders. Einfach Hund greift Motorradfahrer an. Wir riskieren einfach jetzt einmal das hier, Digga. Super 95. Freunde, wir haben jetzt nochmal 200 Liter getankt. Das sind so 20 Euro von dem Super Benzin. Keine Ahnung, wie das jetzt wird, Digga. Inshallah, es passiert nichts mit meinem Auto. Aber sobald ich eine andere Tankstelle sehe, ich tanke sofort full sein Vater. Halb von 20 Euro. Ich weiß, dass es sowas wie Oktanbooster und so auch gibt, natürlich. Aber ich habe jetzt leider nichts mitgenommen. Es wäre echt gut, wenn ich sowas jetzt mitnehmen. Dann könnte ich echt Super 95 tanken. Aber da ich noch ein bisschen Tank habe von Super Plus oder 100 Oktan, das jetzt so ein bisschen mischen hier. So, dann tanken wir jetzt unser Auto mal mit Super Plus. Oh, wie heiß ist das? Echt? Schon was, gell? Nein. Das Ding ist aufgeblasen, gell? Ah, es regnet. Was dem Motor passiert oder so, armes Benzin, schon was, gell? Freunde, ihr seht ja selber gerade den Regen. Ich wünschte, es würde echt in den Brandstätten auch regnen. Wusstest du, wenn du das so Ding drehst, dass es schneller runtergeht? Okay. Boah, dass es jetzt regnet. Jetzt habe ich ein besseres Gefühl. Weißt du, ja, der geht schon, der passt. Ich habe mich komplett verfahren. Ich bin irgendwo in Istanbul, ich habe keine Ahnung. Schaut. Traurig, Wahnsinn. Das ist der Verkehr in Istanbul, meine Damen und Herren. Danke für nichts schon wieder. Hier mittlerweile, ich bin bis zu Galatasaray Stadion gekommen. Absolut keinen Bock mehr. Echt nervig hier diese Geschichte. Freunde, das bitte niemals nachmachen. Kurz mal das System ausgedribbelt. So, zack. Aber niemals nachmachen. Wir sind einfach seit 2 bis 3 Stunden in Istanbul im Stau. Aber das ist schön. Das freut mich, euch gerade live aus meinem Auto zeigen zu können. Wie schön, gell, Istanbul ist. Nur wenn man so sieht, wunderschön. Verkehr angeht, echt ekelhaft. Jetzt läuft's auch wieder gerade, glaube ich. Ach, man ist Rolaria. Ich aufpassen. So kann ich auch fahren, wenn ich will, aber ich will nicht. Zwingt er mich nicht dazu.
Jetzt kann ich gleich nochmal so 500 Kilometer durchfahren. Inshallah, wenn jetzt kein Unfall wieder ist oder sonstiges, kommen wir um 1.52 Uhr an. Das ist okay. Ich habe echt keinen Tank mehr gehabt. Gott sei Dank gibt es jetzt Shell V-Power. Da steht jetzt zwar dran, dass das auch Super 95 ist, aber ein besseres Tank gibt es hier leider nicht mehr in Istanbul oder sonstiges. Deshalb muss man immer dieses V-Power hier tanken. Aber ich meine, Shell allgemein ist eine gute Marke, deshalb kann man schon Shell tanken. Seit 3 Stunden haben wir 550 Kilometer fort. Ich kann nicht mehr Amnesty. Das hat mich richtig getriggert, hat richtig an meinen Nerven gekitzelt, dass ich meine Skills nicht in der Türkei raushauen konnte. 472 Lira, 47 Euro von leer auf Fulltank. Das ist geil. 60 Liter, 47 Euro. So macht AMG-Fahren Spaß. Digga, wo kriegst du für 45 Euro einen Volltank? Türkei wird zerstört mit meinem AMG. Die Straßen werden zerrissen. Wenn es mein Vater hört, er dreht durch. Hassig, ich habe nur noch 3% Akku. Das fällt mir erst jetzt auf. Wir haben jetzt noch genau 330 Kilometer vor uns, die zerfällt sich jetzt. Wir haben 1 Uhr nachts, 4 Uhr morgens sind wir dann in Denizli. Das kam alles nur deshalb, weil wir so lange im Stau und so waren und haben gerade eben noch mal was gegessen, Babo und ich. Ich werde die Straßen auseinandernehmen. Hier steht unser Janavar. Hier, da steht der Wallah. Sehr, 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 sehr schönes Auto. Es ist mir so ans Herz gewachsen, es ist einfach mein Baby, Digga. Ich liebe es, ein Kuss, Digga. Ich liebe ihn, Digga. Allah, er ist der Beste. Mashallah, mashallah. In der Nähe von Balıkesir oder so sind wir gerade. Wir haben jetzt einen halben Tank wieder. Ungefähr 300 Kilometer vor uns. Ich werde jetzt mein Auto nochmal voll tanken von Petrol. Der Liter kostet 97 Tele. 80 Cent, irgendwie sowas. Ja. Bester Mann. Boah, also das hat mir jetzt genau gefehlt. Ja, die lädt jetzt wieder 5 Euro von mir ab. Freunde, ich habe jetzt auch nur noch 1% Akku mit dieser Kamera. Nochmal 250 Liter getankt. Dass mein Auto jetzt komplett voll ist, komme ich schon mal safe nach Hause, denke ich. Heute Abend oder morgen früh dann euch alles zeigen, wie viel ich komplett für die Fahrt von Deutschland nach Türkei ausgegeben habe. Und wie oft ich getankt habe. Ich habe hier nicht immer voll getankt, aber am Betrag, wie viel ich getankt habe, werdet ihr auf jeden Fall auch nochmal erfahren. So, ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Denizli. Ich bin gerade in Akhisar vorbeigefahren. Richtung Denizli. Hier sind die Wege so schlimm. Du hast 2 Spuren, den Boden. Hört ihr das? Schaut euch mal den Boden an. Das ist dafür da, weil hier einfach jemand rauskommen kann. Und seit wann ich fahre, sind genau 27 Stunden und 23 Minuten. 2470 Kilometer bin ich gefahren. Mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 12,5 Liter und durchschnittlich schnell gefahren bin ich 90 km/h. Was soll ich sagen, Bruder, so weißt du, was ich meine? Dreiviertel vollen Tank. Geht auf jeden Fall weiter. Falls ihr das Video immer noch bis jetzt anschaut, ihr seid die größten Ehrenmänner. Danke, dass ihr mich so krass supportet. Und wie ihr mich noch mehr supporten könnt, ist, wenn ihr einfach diesem Video einen Daumen nach oben geben könnt und den Kanal ein Abonnement da lasst. Meine lieben Damen und Herren. Freunde, das Beste darf natürlich nicht fehlen. Wir wurden einfach angehalten, weil die eine Verkehrskontrolle machen bei jedem oder viele rausziehen halt einfach. Der versucht einfach wegzufahren von Polizeikontrolle, Digga. Er fährt einfach weg, er muss hinter mir warten, er fährt einfach weg. Abi, der geht in dir. Wir wissen selber nicht, was sie machen, solche Chaoten. Der eine sagt, ich soll wegfahren, der andere sagt, ich soll stehen bleiben. Wir sind jetzt endlich in Denizli angekommen. Ich glaub's einfach nicht. Nach genau 28 Stunden und 46 Minuten sind wir angekommen. Da geht's, Nabi. Voll. Ich nutze es halt immer aus, dass ich mein Auto noch voll habe hier mit Shell. Wir beenden gleich das Video, weil ich gleich angekommen bin. Ihr werdet noch den nächsten Tag von mir sehen, wie ich alle Kassenzettel dann zusammenrechne. Aber dann war es das auch schon mit dem Video, meine Damen und Herren. 275 Lira sind 27,50 für 35 Liter Tank. Seid ehrlich, wie krass ist das? Ja! Was hätte ich in diesem Tunnel gemacht? Freunde, es ist mittlerweile schon 3 Tage später, dass ich dieses Video hier aufnehme. Ich bin jetzt am Ende von diesem Video zu schneiden. Erstmal ein Hashtag AMG für die Leute, die dieses Video bis jetzt angesehen haben. Ich wollte mich bei euch allen nochmal recht herzlich bedanken. Ich liebe euch über alles. Danke wirklich für euren Support, dass ihr das Ganze bis jetzt angesehen habt. Knapp 45 Minuten. Und zwar, wir kommen jetzt direkt, ohne lang zu schwätzen, zu den Tankbelegen. Wir haben hier angefangen mit den 109 Euro in Augsburg bei der Esso. Einen vollen Tank. Wir sind mit dem Lärm losgefahren. Danach, meine Damen und Herren, haben wir hier irgendwo 50 Tele Mountkosten geblieben.
Gebühren gezahlt, dann nochmal 275 Tele in Shell irgendwo, dann nochmal hier 247 Tele irgendwo in der Türkei bei der Shell. Dann haben wir hier gezahlt nochmal 200 Tele mit dem Super 95, wo ich Angst hatte zu tanken. Dann hier nochmal knapp 60 Euro in Slowenien, dann nochmal 11,50 Euro Mondkosten. Dann hier nochmal 81 Euro in Kroatien. Dann hier nochmal 68 Euro in Zagreb. Dann hier nochmal 60 Euro in Kroatien. Und wieder Mountkosten von 147 Lira. 14,70 Euro. Hier steht jetzt nochmal der Betrag, was ich insgesamt gezahlt habe. Danke, dass ihr dieses Video bis jetzt angesehen habt. Vergisst wie gesagt nicht, Hashtag AMG zu kommentieren, diesen Video einen Daumen nach oben zu geben, diesen Kanal zu abonnieren. Und die nächsten Videos werden sehr wild. Mir ist nämlich noch einiges mit dem AMG passiert. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Ich liebe euch. Bye, bye. Trying to get demons up out of me. Demons. Turn to a beast, eat your arteries. Beast.